Ach, ich raff's jetzt. Ich hab Hornigold versenkt. Das war der Fehler. Ich darf den nicht versenken. Dadurch hat sich mein Bruder mehr oder weniger aufgegangen und hat mir auch kein Minus gegeben. Bereit? Ehrlich gesagt, ich habe gehofft, das Meer würde ihn verschlucken und mir die Mühe ersparen. Jetzt geht's. Und jetzt geht er auch auf diese Insel. Ich raff's nicht. Wir haben ihn vorhin genauso versenkt, wie wir es gerade eben gemacht haben. Ich dachte, es liegt ein Fehler an mir, aber wir haben es ja vorhin genauso gemacht. Und jetzt müssen wir auf die Insel. Und jetzt stehen natürlich auch alle Leute wieder hier. Naja. Tut nicht so, als ob ihr uns nicht erwartet hättet. Mist. Nieder mit Hornigold. Mache ich gerne mit, mein Freund. Dann halt nicht. Und das war's. Ich baue noch ein paar Kugeln für Hornigold gleich. Oder auch für dich. So, auf zu Hornigold. Noch 70 Meter bis zum letzten unserer Feinde. Also sagen wir es sonst, bis zum letzten unserer Feinde, die ehemalig unsere Freunde waren. Nun müssen wir noch einmal einen kurzen Umweg nehmen, denn wir kommen nicht so nach oben, wie wir bereits wissen, durch die etliche Missionswahl, die wir getroffen hatten. Was für ein Vollkorb. Stirb! Dieser Feigling versteckt sich aber auch unter seinen ganzen Leuten. Diese ganzen Menschen müssten alle nicht sterben, wenn er sich hinter dir verstecken würde. Okay, gehen wir mal hoch. No, no, no. Der Kampf ist vorbei, du siehst es bloß nicht ein. Weg damit. Ich hasse Menschen, die nicht einsehen wollen, dass sie verloren haben. Ich kenne den Bastard und ich weiß, wozu er fähig ist. Er ist hinter mir her. So sicher, wie ich hier stehe. Ja, wieso tust du dich da nicht einfach endlich ergeben? Ich werde das... Ja, Hornigold, hast du deine eigenen Männer wieder getötet, oder? Du warst mal ein Mann, der für etwas Wahres einstand.
Nun hast du nur noch ein Mörderherz. Und all deine Fehler brachten dir nichts als Narben. Auf jeden Fall besser als deins, Ben. Das Herz eines Verräters, der glaubt, er sei besser als seine Männer. Ei, und es ist wahr. Was hast du getan seit Nassofield? Nicht mehr als Morden und Plündern. Du stehst mit denen im Bunde, die wir einst hassten. Nein. Diese Templer sind anders. Ich wünsch, du könntest das sehen. Doch wenn du deinen jetzigen Weg beibehältst, bist du bald der Letzte, der ihn noch geht. Und am Ende wartet der Galgen. Das mag sein. Doch nun gibt es eine Schlange weniger in der Welt. Und das ist mir genug. Ja, gut, das war Hornigold jetzt. Und hier, meine Freunde, ist dann für heute auch das Let's Play erst einmal vorbei. Die Folge ist vorbei und wir begeben uns zur Aufnahmepause erst einmal nach gut 5 Stunden. Na gut, okay, ciao und wir sehen uns beim nächsten Mal. Arrivederci. Weißt du, ich kann einfach nicht mehr. Wo soll das nur enden? Ich segel hier hin, ich segel dort hin, ich mach das für ihn, ich mach das für ihn. Er kennt einfach keinen Erbarmen. Schon wieder, er tut es schon wieder. Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also, was meinst du mit, tut es schon wieder? Ja, bei Assassin's Creed 1 und 2 hat er es auch schon getan. Die 100-Folgen-Grenze. Gut, bei Assassin's Creed 1 hat er es noch nicht ganz geschafft, aber bei 2 hat es maßlos übertrieben. Und man stelle sich mal vor, hätte die 3 noch nie zu Ende spielen können. Das wären bestimmt 150 Folgen gewesen. Und jetzt hat er es wieder getan. Er hat die 100-Folgen-Grenze schon wieder rückgeknackt. Wenn das so weitergeht, habe ich nur noch die 200. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe Frau und Kinder. Ich möchte nach Hause. Ich halte das nicht mehr aus. Ja, ja, ich verstehe dich da schon. Also, ja, herzlich willkommen im Let's Play erstmal. Was? Du hast auch zu ihm? Nein! Jetzt steuert er mich zurück an das Ruder. Ein arseniger Bieter. Oh mein Gott, nein! Und damit herzlich willkommen zurück mit dieser... Also ich brauche das. Ich mache das immer vor mit Play, weißt du wie? Ich stimme mich da auf mein Spiel ein. Ja. Ja. Okay. Wir kümmern uns erstmal jetzt hier drum. Ja, ich wollte einfach mal kurz aufbringen. Ja, danke für alle die Zuschauer. Also wir haben bei Assassin's Creed 4 wieder die 100 Folgen geknackt. Bäm! Ich finde das einfach zu geil. Ja, wir nehmen einfach alles mit und ich hoffe, es wird nicht langweilig, aber an den wachsenden Aufrufzahlen sehe ich, dass es anscheinend nicht langweilig wird und das gefällt mir ja. So, das hier fragt man erstmal ab, weil wir haben eine ganze Menge Schiffe gefunden. Hier, 11 Schiffe haben wir gefunden. Ach du Scheiße. Abfracken. Abfracken. Zur Flotte hinzufügen. Hinzufügen und das letzte heben wir uns von richtig Gutes auf. Moment. Ja, ich kann wahrscheinlich kein richtig Gutes mehr. Ja, dann fügen wir das mal zur Flotte hinzu. Jetzt mal ganz kurz. So, die Santa Eva Maria hat einen 1000 Punkte Bonus gemacht. Na also, wir haben das Armband der mächtigen Mammumbeles gefunden und haben ein Schiff verloren. Oh mein Gott. Wir haben 1700 plus gemacht. Die MS Glory hat es mit 1700 nach Hause geschafft. Die HMS Odin hat es mit 1600 aus Ägypten geschafft. Und wir haben aus Ägypten den Ach, das ist die Flucht aus Ägypten. Ah, okay. Die Blue. Fuck the world. 5200. Ach du meine Güte. Und den Paradehelm von Della Atik. Nee, was? Paradehelm, L'Antique. L'Antique, keine Ahnung. Und nochmal 5000. Ach du schokoladischer Drecks. Pff,
Südatlantik, was haben wir denn hier so für... Wir machen jetzt mal keine Seeschlacht, das mache ich dann wieder privatlich. 1000. Na gut, okay. Mission wählen, schicken wir mal einfach los hier. Genau, dich reparieren wir erstmal für 5. Alter, 2800, wir sind mal absolut gar nicht übertrieben reich. Wir Schiffe entsenden. Okay, Santa Eva Maria läuft aus. Was haben wir denn hier noch so? 1200, na dann läufst du gleich mal aus. Die Proteus. Und was haben wir da noch? Da haben wir dann nichts mehr. Da gehen wir ein... Wie ging eins zurück? Eins zurück, ja. Okay, das war eins zurück. Ja, klasse. Das ist alles schwer momentan. Guck mal, was Südafrika so ist. Südafrika. Ja, das ist doch auch nicht schlecht. Dann schickt man hier erstmal ein Schiff los. Die Hermes Merlin. Dann haben wir hier gleich noch den Klerus füttern. Dann schicken wir die nächste gleich los. Die Hermes Doof. Dann haben wir das Schleckermaul und schicken los die Hermes Treetown, die haben sehr gute Dienste geleistet. Und es geht weiter mit der, die muss das mal reparieren, die Blumen. Blumen ist aber ein geiler Name für ein Schiff, muss man mal sagen. Ja, ich bin einfach so aufgeregt gerade, dass wir die 106 Folgen jetzt schon haben, das ist jetzt die 107. Folge. Und ja, was soll ich dazu sagen, gell? Und die, oh du Scheiße, die Hermes Udium reparieren wir natürlich auch sofort. Wenigstens funktioniert hier das Reparieren. Also ich habe jetzt rausgefunden, ich habe es mal gegoogelt. Das Reparaturproblem, was ich beim Kämpfen habe, ist anscheinend ein Bug, der nicht gewollt ist. Das ist ja meistens so bei Bugs, dass die nicht gewollt sind. Aber kann man halt nicht viel dagegen machen, gell? So, hier, die reparieren wir auch gleich wieder, die Hermes Glory. Und dann tun wir das. Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das machen wollt mit Assassin's Creed 3. Wir werden noch eine ganze Weile auf Assassin's Creed 4 rumhocken. Wenn ihr Assassin's Creed 3 dann zu Ende gezockt haben wollt, müsst ihr das mal in die Kommentare schreiben. Es ist egal, unter dieses Video oder irgendein anderes Video. Wenn ihr Assassin's Creed 3 nochmal zu Ende gezockt haben wollt, dann müssen wir da... Muss ich da mal schauen, wie ich das mache. Ich habe bis jetzt noch nichts nach Assassin's Creed 4 geplant. Also da ist auch noch alles offen. Oh, ja. Also da kann man mal schauen, nee, kann schon mal noch was machen. Da kann man mal schauen und wenn ihr da unbedingt das ändern wollt, bin ich da auch gerne dabei. So, Details, ich würde gerne die Flotte vergrößern und zwar erstmal für 600, genau. Dann fügt man noch ein weiteres Stock für 1000 hinzu, genau. Und wir haben jetzt also auch gelernt, wir können also so viele Schiffe, wie wir nur irgendwie annähernd Lust haben, erstmal aufgabeln und können die dann halt wegschmeißen. Okay, die Seekarte, die Schiffe auf See. Ah, das da, okay, gut, da haben wir das geklärt. Wenn wir beim nächsten Mal aufnehmen, sind die Schiffe dann alle wieder zurück. Und jetzt gucken wir erstmal ganz kurz. 25 Handelsmissionen beendet, na Wunderbärchen. 51.000 fucking real. What the fuck? Ich spreche das mit Absicht nicht hier aus. Rumpfausbau, Breitseitenkanon, oh mein Gott, Jagdkanon, oh mein Gott, Stärke des Ramsporns, oh mein Gott, der Mörser, den holen wir uns, Flips, und wir haben endlich den Elite-Mörser, wer hätte es gedacht, da gucken wir mal, was wir uns hier leisten können, ich gehe mal ganz kurz runter hier, und zwar hier runter in die Panzerung des Beiboots, ist vollständig, Stärke der Harpune, ach, brauche ich mit deinem Plan, das haben wir auch. Der Frachtraum ist vollständig. Hier haben wir noch die Lagerfässer. Da brauchen wir okay, einen Plan. Da brauchen wir einen Plan. Da brauchen wir einen Plan. Wow. Ich habe auch wirklich einen Plan von nichts. Stärke der Feuerfässer brauchen wir einen Plan. Stärke der Kugel brauchen wir einen Plan. Also momentan können wir da nichts mehr machen, außer die Jagdkanonen. Na dann machen wir die Jagdkanonen halt. Und ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht müssen wir die Pläne auch in unserem Herstellungsmenü machen. Aussehen Ejector, ich glaube, da können wir jetzt mal ein bisschen was machen. Wir haben ja jetzt echt mal richtig viel fette Kohle. Und da würde ich mir ganz gerne einfach mal was leisten für euch, für mich, für uns. Wir können uns bloß nicht so viel leisten. Das ist momentan ausgerüstet, Junge, deswegen können wir uns alles nicht leisten. Ah, das brauchen wir, okay. Phönix-Galionsfigur, wie siehst du denn aus? Da gefällt mir die Wassersteuer-Galionsfigur schon am besten. Brauch aber auch Holz 300. Ja, okay, wir machen das mal.
So. Wasserspeier Galionsfigur. Und dann haben wir noch Ledersegel. Es tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht so machen. Segel in einem roten Streifen, Scharlachsegel. Mir gefällt ja am besten das Leder- oder Zerfetzte-Segel. Das Ledersegel gefällt mir sogar noch besser. Und wie viel kostet das Zerfetzte? Okay, das ist die Hälfte vom Stoff. Dann nehmen wir aber das Ledersegel und kaufen uns jetzt mal ein ordentlich geiles Schiff hier zusammen. Nehmen natürlich auch...